Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Goldwasch-Folge. Ich bin hier wieder an dem komplizierten Bach. Er führt ein bisschen mehr Wasser als das letzte Mal, das heißt die Rinne müsste besser durchziehen. Ich habe heute zwei Eimer dabei und ein bisschen mehr Zeit mitgebracht und ich gebe jetzt Gas. Und ja, ich hoffe, dass schön viel bei rumkommt, weil der Test letztes Mal war doch wesentlich besser, als ich gedacht habe. Ich habe so ungefähr um die 23 kleine Mikroflitter gezählt. Und ja, ich bin gespannt, wenn ich heute ein paar Eimer mehr schaffe. Wenn die Rinne dann besser durchzieht, dann bin ich gespannt, was wir heute alles dabei rauskriegen. Alles klar, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und los geht's. Zieht viel besser durch als das letzte Mal. Das heißt, ich kann ordentlich was durchwaschen. Super. Einmal der, weiter geht's mit dem zweiten. So,
Ich habe jetzt einmal 3 und 4 durchgewaschen. So ein paar Mikroflitter sehe ich schon in den Prospektionsmatten und im Trichter. Also ich bin guter Dinge. Und schaut mal, das Loch wird immer tiefer hier. Wirklich heftig schon. Ganz schön anstrengend. Sehr steinig. Und das Graben strengt richtig an. Aber ich guck mal, es ist jetzt kurz vor 11. Und ja, 2 Eimer schaffe ich auf jeden Fall noch durchzuwaschen. Vielleicht sogar noch 4. Gucken wir mal. Dürfte einiges bei hängen bleiben, hoffe ich. So, einmal 5 und 6. Ich bin so fertig. Das Loch ist schon spartentief oder über den spartentief. Beziehungsweise schaufeltief. Eine kleine Mini-Schaufel von Cooper. Und es ist einfach so steinig. Aber die Rinne zieht heute echt super durch an den Bach. Unglaublich. Ich habe jetzt für 2 Eimer vor 7 knapp eine halbe Stunde gebraucht. Aber es hilft nichts, das Röhrchen muss voll werden. Ihr wisst ja, ich möchte ganz gerne dieses Jahr mehr finden als im letzten. Und es fehlt noch was. So, einmal 8 und danach mache ich mal ein Cleanout. Dann reicht es mir auch für heute. Und dann bin ich mal gespannt. Die Sonne ist jetzt noch rausgekommen, wunderbar.
so macht Spaß. Aber Goldwaschen ist auch mega anstrengend, sage ich euch. So, ich mache jetzt den Cleanout. Wie ihr seht, das Loch hier, wo ich das Material entnommen habe, ist schon vollgelaufen. Und ja, bin mal gespannt. Ich habe jetzt die Rinne nur mal ausgespült und danach wasche ich dann nochmal die Teppiche aus und gucke nochmal in der untersten Lage. Ich habe eine Feinriefmatte als unterste Lage reingeklebt in die Rinne. Aber ich bin ganz guter Hoffnung, weil ja, so kleine Mikroflitter, 4-5 Stück, konnte ich schon gerade im Trichter sehen. Und erfahrungsgemäß sitzt das meiste eigentlich in dieser Feinriefmatte, die ich verklebt habe, unter den Teppichen oder beziehungsweise in den Teppichen natürlich auch. Und ja, bin gespannt. Sehr viel schwarzer Sand hier. Deshalb spüle ich das gerade noch mal so ein bisschen raus. Aber ich denke, jetzt bin ich an dem Punkt, da kann ich auch mal gucken. Eine Bleikugel ist schon mal drin. Wieder ein gutes Zeichen. Und ich sehe auch schon das erste schöne Stückchen Gold. Zweite. Oh, dritte. Hier ist ein richtig schön großes noch drin. Aufpassen, dass mir das nicht runterrutscht. Ein großes Stück, fast so in Nuggetform, das Gold auch so ein bisschen, das saube ich jetzt lieber gleich noch schon mal raus. Aber das scheint recht erfolgreich zu sein hier. Oh ja, hier ist alles voll mit ganz kleinen Mikroflittern. Also ich schätze mal, alleine vom Ausspülen sind hier schon gut 15 bis 20 Stücke drin. Ja, ich gucke jetzt mal weiter. Ich bin gespannt. So ihr Lieben, hier ist das ganze Gold drin und es war wirklich nicht wenig diesmal. Ich bin gespannt, wie es in der Pfanne aussieht. Ich habe gerade, als ich die obere Matte, das Cleanout gemacht habe, hatte ich das gerade in der Pfanne schon mal ein bisschen zusammengeschoben und das war eine richtig schöne kleine Spur. Also wirklich viel bei rumgekommen heute. Hätte ich anfänglich gar nicht gedacht. Wunderbar, Mensch, ich freue mich riesig und ich freue mich riesig, das zu Hause in der Pfanne dann nochmal zu separieren, euch ein Foto zu machen. Und das seht ihr dann gleich im Anschluss. Ich hoffe, diese Goldwaschfolge hat euch gefallen. Dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Lasst mir gerne ein Abo da. Und wir sehen uns dann zum nächsten Video. Mal gucken, ob ich hier wieder herkomme oder ob ich mit der Sonde aufs Feld gehe. Wir werden es sehen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bis dann.